Hallihallo und willkommen zu einem neuen ARK-Video. Beim letzten Mal habe ich mich erstmal gefreut, einen Maving zu sehen. Ja, von dem Boot noch weiter runter zu. Hallo, hier. Vor mir. Weiter. Beim zweiten Maving bin ich dann eher schreiend weggerannt. Da ist ein Maving, noch einer. Pass auf, da kommt einer. Geh auf den Maving drauf. Ey, du Sau. Der Typ hat dann Fuchsi auch ganz schön wehgetan, aber ich war die Heldin in schimmernder Rüstung und habe ihn gerettet. Hab ihn gestalkt. Sehr schön. Nice. So, jetzt aber. Sehr gut. Ich muss jetzt halt unbedingt was essen, ne? Und direkt hier mit meinem Freshen Fest, Mike, geht's auch weiter in dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich hatte voll Angst, dass du drauf gehst. Ja, bin ich auch fast. Ich bin Half-Life. Half-Life geht ja voll. Also ich bin ein Viertel-Life, ja, einfach aber wegen Hunger. Die Dash, die machen schon... Ich bin ja die ganze Zeit seinen Dash ausgewischen. Ausgewischen? Ausgewischen. Du Wischer, du. Uff, Mikroraptorns, ganz scheiße. Nee, ich gucke jetzt halt mal, was ich finde, ne? Und das bringe ich dann mit. Mann, Dachgeschosswohnung, 38 Grad heute. Ich glaube, es wird noch heißer. Mach den Beat nie wieder leiser. Also hier hat wieder jemand so eine übel neumodische Archie-Falle gebaut, wo du so eine Tür zumachen musst und so. Ich hasse diese Dinger. Ist der 145? Ja. Habe ich das gerade richtig gelesen? 145, aber wäre doch ganz nice, oder? Das wäre, ich würde mal sagen, akzeptabel. Geht aber auch besser, ne? Passend zu meinem nur akzeptablen Archie habe ich dann auch eine schöne, altmodische Zehenfalle gebaut. Das lasse ich. Gerade den Leaderblock nehmen. Dann daneben mir das nur euch. Einfach ein Alpha-Rex und Wasser. Ach komm schon, Mann. Ich bin übel weit. Und jetzt kämpft er gegen Raptor. Ich bin mal gespannt, ob sie in die Base reinkommt, die Isa. Ich weiß nicht mal, wo die Base ist. Schlecht, wenn mir keine Koordinaten oder irgendwas gibt, ne? Komm schon. Wieso Vollerheim? Bist du Vollerheim schon, Vollerheim? Nee. Hab ihn eingesperrt. Archie-Vieh. Was greift denn jetzt mein Maving an? Ach du Sau, ist der hat übel gelitten, als ich den eingesperrt habe. Oh, ist übel low, der Archie, der Maving. Och, jetzt ehrlich, ist das dein Ernst? Saber, nerven so sehr. Echt. Und Skorpione und alles. Wo bin ich doch hingeraten? Ach, kommt schon. Gibt's irgendwo eine Stelle, wo 8000 Skorpione an einer Stelle sind? Wie geht denn das? Jetzt mal ehrlich. Ich bin einfach nur intelligenter als die Tiere. Immerhin. An der Zehenfalle außen stehen noch 1000 Saber, die mein Archie essen wollen. Aber halt nicht reinkommen, weil der halt eingesperrt ist. Ich weiß aber halt nicht, ob die den gehittet kriegen, wenn der jetzt fällt, weißt du? Ich hoffe, dass ich sie selber ihn da nicht anknacken, falls er echt fallen sollte. Er liegt. Und ich glaube, er schwebt. Ich glaube, er liegt schwebend in seiner Box drin. Ich gucke, ob ich das Viehzeug von hier oben einfach auch weggeschossen kriege. Jetzt geht noch ein Skorpion an meinen Arsch hier ran. Och, kommt schon. Bitte. Ja, Timmy-Effekt ist 25%. Die hitten ihn durch seine Box durch, die Skorpione und so. Ja, perfekt. Jetzt geht er einfach wieder weg, ne? Geil, wirklich geil. Scheiß 100. Ja, jetzt ist er ganz tot. Geil. Hat sich voll gelohnt. Es war heiß. Meine Pfeile waren alle und ich hatte schlechte Laune. Einen Grund, nach Hause zu gehen. Oh, ich habe wieder einen Toten oder Schlafen entdeckt. Hier schläft einer. Kumalala, Level 8 schläft. Und er hat es verpixelt. Komm schon. Er hat dieses, ich habe nichts an. Adam. Ja, genau. Deswegen ist Adam, mir aufgefallen. Ach du Scheiße, der hat Skins. Ja, geht links. Und jetzt? Jetzt musst du mir folgen. Ja, ich folge dir. Den Baumstamm hoch. Und jetzt geht's darüber. Huch. Oh, da war noch auf Speed.
Das ist auch dämlich. Ja, aber das ist halt. Guck mal, du siehst jetzt hier oben, siehst du so einen Pilz. Nee. Rechts von dir, Ach, also hinter dir links, im Prinzip. links, ja. Links, ja. Ja. Da musst du drauf landen. Okay, wie komme ich da hin? Hochspringen, vorne raus und dann einfach um eine Kurve schneiden, also fliegen. Nee, nicht ganz. Zu Na, tief. fast. Das Modus auf jeden Fall sowieso. Ja, Pete Verrückt auch. ihn. Nee, will auch nicht. Ich hoffe dann einfach, dass alle Gegner, die uns raiden wollen, auch mit Mavings. Das... Alter, also, hast du das gesehen? Ich stand da drauf und bin einfach nach hinten Ja, gebackt. so, genau. Jetzt. Und jetzt Kurve ziehen. Ja, aber ich verliere hier überall Höhe. Ja. Nee, nein, nein! Knapp. Aber hinten Ja. verliert er bei dir dann auch so Speed? Ja, auf dem Bild. Genau, perfekt. So. Und jetzt letzte Hürde, dann bist du jetzt, hast du es geschafft. Da wo ich hingucke, ist das Loch in der Wand. Ja, geh mal hin, dann sehe ich es bestimmt. So, springst hier hoch und dann ziehst du bloß rum. Zack. Okay. Dann bist du drin. Ach, das auch. Hab's. Nee. Ey, wenn ich mir das angucke, dann werde ich einfach nur wütend beim Zuschauen. Dann hätte ich gewusst, dass das so ein blöder Eingang ist, hätte ich mir einen Piet geholt oder gleich einen Desmodus oder was weiß ich. Und ich eine Stunde drauf gebraucht, um dort irgendeinen Eingang zu finden, den ich nicht kenne. Hi. Komm. Profi, würde ich sagen. Einfach Profi. Beim ersten Mal direkt geschafft hier hoch. Aber nicht, dass meine Nerven schon genug gestraft gewesen wären von dem ganzen PvE, von dem Arty, von diesen 36 Grad in meinem Zimmer oder von diesem furchtbaren Mavingflug, sondern jetzt habe ich noch beschlossen, Fjordrox zu holen, was ja auch eine sehr nervenaufreibende Sache ist. Soll ich mal sagen, wie viel die Delos gegeben haben? Wie viel? 1,9% Taming. Yeah. Auf wie viel ist denn so gestellt bei Taming? Bei 10? 10 mal 10. Okay. Dann bring die gleich mal zurück und stell gleich mal an, was geht. Oh, lol. Wo ist hier eigentlich die Pethöhle? Hallo. Ist der mit. Aha, jetzt auf einmal bin ich dann doch stuck oder was? Ich dachte, du bist Nee. Batman. Ach, du sollst Trodon. Ach, du sollst, der hat mich angehittet. Worum ist denn jetzt hier ein Trodon? Es ist Tag, Mann. Ich schlafe jetzt ein, aber ich habe ihn umgebracht. Ich müsste dir 8000 XP geben für den Fjordhawk, finde ich. Rechtmäßig. Ah, Mann, ey, der ist bei 5, bei 41%. Wie Trodons. Ehrlich, das ist doch nicht in ihr Ernst, oder? Jetzt hat Also er mich schräg 2 Jahre ist nicht mehr Emmy. gehittet. Jetzt stehe ich vielleicht gleich wieder auf, aber der läuft ja auf mir, dann hittet er mich einfach wieder. Was denn? Ja, Robert. Nein, Hallo. Kann man die nicht bolan? Ja, bei Ich den hab Lags halt keinen. nicht machen. Ja, wieder eingeschlafen. Ey, ehrlich, was ist denn das für ein Kack-Game? Was ist denn das? Ehrlich, nicht eine Bola kommt da geflogen. Nicht eine Bola, weil die kommen gar nicht aus meiner Hand rausgeflogen. So select das. Aber auch so, hier sind keine Tiere, die ich killen kann, ey. Nee, war doch kein getamed Tom Pini. War ein Wilder. Ich habe einen. Ja. Ein 15er habe ich gefangen. Yes.
Ihr merkt es schon, ich war einfach kurz vorm Heulen und am Verzweifeln und ich wollte einfach nur noch offline gehen, aber das wurde mir nicht gewährt, sondern ich musste weitermachen. Und was ich dann auch gemacht habe, das und vieles mehr seht ihr dann in der nächsten Folge bei Mr. Arcbeast. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Alles Gute für euch!